Bei dieser Aufgabe sind zwei Platten dran, A und B. Muss ein bisschen aufpassen, dass man später bei der Aufgabe 3.3 ist, nämlich die Platte B braucht und die Platte A bei der Aufgabe 3.1 verlangt ist. Wir müssen irgendwie versuchen, den sechsten Versuchtag das rauszukriegen. Das heißt, bei so einer Aufgabe brauchen wir als allererstes immer eine Gleichung. Das heißt, wir suchen uns die Werte raus, 100 Quadratzentimeter. Das ist quasi das, der Startwert. Und Startwert heißt immer Y0. So, und dann wurde das vergrößert. Das heißt, wir haben einen K-Wert, der größer ist als 1. Und es wurde um 26% vergrößert. 26% steht für 0,26. Also ist der K-Wert 1,26. Das Ganze können wir jetzt quasi in eine Exponentialfunktion reinsetzen. Und jetzt können wir das nach Tagen ausrechnen. Denn Tage stehen hier, die Menge steht hier. Immer wenn der Anfangswert eine Menge ist, dann wird auch hier eine Menge stehen. So, das heißt, hoch 6. Und das Ganze berechnet gibt 400 Quadratzentimeter. Auf das soll man auch runden, steht in der Angabe. Da bitte bei solchen Aufgaben eben nochmal lesen. Bei der Aufgabe 3.2, da steht dran, es wurde abgebrochen, nachdem die befallene Fläche einen Quadratmeter erreicht hatte. Da bin ich mir jetzt ganz sicher, dass die meisten jetzt schreiben würden, 1 ist gleich. Ein Quadratmeter dürfen wir aber hier nicht verwenden, wir müssen es umrechnen, denn die Angabe hier ist Quadratzentimeter. Das heißt, wir müssen diesen Quadratmeter in Quadratzentimeter umrechnen. Und das ist ein bisschen schwieriger, weil das bestimmt keiner mehr weiß. Umrechnung heißt, wenn da hier ein Quadrat dran steht, ist die Umrechnungszahl 100, also zwei Nullen. Steht nichts dran, dann kann man sich ja nicht denken, hoch 1, dann ist die Umrechnungszahl 10. Steht Kubik dran, hoch 3, dann ist die Umrechnungszahl 3 Nullen, 1000. Also ein Quadratmeter, die nächstgrößere Zahl oder die größere Größe ist Quadratdezimeter. Also zwei Nullen dazu und nochmal zwei Nullen dazu. Jetzt habe ich diese 10.000 und die kann ich jetzt gleichsetzen. Also da kann ich die 10.000 für das Y einsetzen. So, das heißt, den 100 darüber bringen, steht 100 gleich dran und das Ganze mit der Logarithmusfunktion umsetzen. 1,26 ist hier die Basis, also muss es auch hier die Basis sein. Der x-Wert steht dann immer ist gleich, also das, was hier oben hat. Und die 100 muss dann hier hin. Wenn wir das ausrechnen, kommt x gleich 19,923 raus. Bei solchen Ergebnissen jetzt nochmal durchlesen. Hier steht nämlich dran, am wievielten Versuchtag war dies der Fall? So, das Ergebnis ist 19,9. Das heißt, am Tag 19 selber war fast die ganze Zeit das nicht der Fall. Ich dürfte jetzt also nicht hinschreiben 19,9, das wäre ein falsches Ergebnis, sondern am 20. Versuchtag war das der Fall. Selbst wenn hier dran stehen würde 19,4, was wir ja auf 19 abrunden täten, müsste ich hier am 20. Versuchstag das Ganze hinschreiben. Denn am 19. selber zu Beginn war diese Zahl von 10.000 noch nicht erreicht. Das hat sich ja quasi erst im Laufe des Tages so weit hin bedacht. Also da immer dran denken, die Antwort nochmal kurz überlegen, passt die zur Frage tatsächlich. Bei der Aufgabe 3.3 kommt diese Platte B. Da ist es jetzt so, dass wir die prozentualen Zuwachs nicht kennen. Also das gilt jetzt nicht, dass es 26% sind, sondern wir sollen eben diese Prozent rauskriegen. Heißt, wir haben eigentlich nur diesen Anfangswert gegeben, weil der ist bei beiden Platten gleich. Der K-Wert ist gesucht, denn dort steckt quasi die Prozentzahl drin. Hier die 26%. Das heißt, wir müssen nur gucken, was für einen K-Wert wir haben und dann die Nachkommastellen hernehmen. Y und x haben wir aber hier gegeben, denn auch hier gibt es einen Quadratmeter am Ende des 13. Versuchstags. Heißt auch wieder, y ist 10.000 und x ist diesmal halt 13. Und wenn wir das Ganze nach k auflösen, also durch 100 hier teilen und dann die 13. Wurzel aus 100, erhalten wir einen k-Wert von 1,42510. Da immer noch bedenken, warum wir hier auf 5 Stellen nach dem Komma runden. Denn das da hinten ist der prozentuale Anteil. Hier waren 26% und dann sind es hier 42,51%. Deswegen habe ich das auf 5 Stellen gemacht, dass ich quasi meinen prozentualen Anteil auf 2 Stellen nach dem Komma runden kann. Deswegen habe ich hier 5 Stellen gebraucht. Der K, das ist das, was ich gerade vorhin nochmal gesagt habe, 1 plus P durch 100. Das heißt, ich muss den Wert, was da hinten steht, mal 100 rechnen und ich habe mein P Prozent.